Das, was wir unter Cybercrime zusammenfassen, ist eine Bedrohung mit unvergleichbarer Dimension. Allein die direkten Kosten, die durch Cybercrime entstehen, sind größer als jene, die der Handel von Kokain, Heroin und Marihuana gemeinsam erzeugen. Betrugsdelikte und Erpressungen, Eigentum- und Diebstahlsdelikte, illegaler Handel mit Drogen, Kinderpornografie oder Geldwäsche und auch Cybercrime im Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Durch die über das Internet zur Verfügung gestellte digitale Infrastruktur eröffnen sich neuartige Modi Operandi mit enormen Schadensausmaßen und Schadenspotenzialen. Die Infrastruktur des Internet führt dazu, dass nicht nur Ordnungskriterien wie Zeit und Raum an Bedeutung verlieren. Sie führt ebenso dazu, dass die auf solchen Kriterien basierenden Rechtsordnungen, denken Sie nur an die klassischen Begriffe des Straf- und Strafprozessrechts wie örtliche Zuständigkeit oder Tatzeit, an funktionale und territoriale Grenzen stoßen, ohne dass alternative Steuerungsmedien und Steuerungsebenen erkennbar sind. Das Internet entgrenzt Kriminalität und ist ungebremst entwicklungsoffen. Unsere BKA-Internanalysen basieren auf einem Szenario-Projekt eines BKA-Zukunftsteams 2018 zum Thema Always-On-Gesellschaft. Hier zeichneten sich folgende Entwicklungslinien ab. Erstens, die Zahl der potenziellen Einfallstore für Kriminelle steigt weiter. Je mehr Geräte und Schnittstellen wir nutzen, je stärker wir uns digital vernetzen, desto mehr nimmt die Verwundbarkeit der Systeme zu. Zweitens, der virtuelle Handel, virtuelle Währung und Cyberterrorismus bilden auch künftig Schwerpunkte krimineller Internetaktivitäten. Drittens, schnellere Übertragungstechnologien erhöhen die Datentransfers. Die Folge sind immer größere Datenmengen. Wir brauchen daher andere geeignete Maßnahmen, damit unsere Ermittlungen nicht ins Leere laufen. Ich spreche von der Möglichkeit der Zuordnung von IP-Adressen zu real existierenden Personen, also Mindestspeicherfristen bei den Providern, von Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchungen in Fällen schwerster Kriminalität und als Ultima Ratio mit besonderen Anforderungen an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Bund und Länder verständigen sich derzeit auf eine dem globalen Wirkungsraum der Täter entsprechenden Erfassung von Auslandsstraftaten der polizeilichen Kriminalstatistik. Gemeint sind Angriffe auf deutsche Internet-User, private wie Unternehmen, insbesondere Botnet-Angriffe, bei denen Hunderttausende von Rechnern in Deutschland kompromittiert und sabotiert und kriminelles Werkzeug benutzt werden oder das kriminelles Werkzeug benutzt werden. Klare Gesetzesverstöße, die aber heute in keiner Statistik erscheinen.